befinden uns hier auf der Nordseehalbinsel Buljading, umgeben von der Weser, der Nordsee und dem Jadebusen. Hoch im Norden, nördlicher gibt es dann nur noch nicht mehr Europa. Wir haben 6.100 Einwohner, also eine kleine Gemeinde, aber 129 Quadratkilometer Fläche. Und eine ganz, ganz Menge Gäste, die die Schönheit Buljadings jedes Jahr genießen. Also 1,25 Millionen Übernachtungen waren es vor Corona. Bei uns ist es nie voll, gerade auch für Familien geeignet. Also uriger Nordseeurlaub kann man nur bei uns machen. Der Langenwader Grot ist der einzige Naturerlebnispfad Außendeich direkt im Nationalpark Wattenmeer. Das Besondere daran eben auch durch die Bohlenwege und eben dadurch, dass die Flut stets und ständig in den Langenwader Groden kommt, dass man auch Ebbe und Flut erleben kann. Du brauchst ja in einer Gemeinde Anziehungspunkte, wo die Leute hingehen können und was schauen können. Und das hier ist Idylle. Das ist ein Schmuckstück. Dadurch, dass eben dort die Natur der Nordsee übergeben wurde, verändert sich auch fast monatlich alles im Langenwader Groden. Es wird nie langweilig. Man kann im Winter genauso spannend durch den Langenwader Groden neue Dinge erfahren wie im Sommer. Und das ist, glaube ich, das Einmalige an dem Naturerlebnispfad, weil er sich stets und ständig ändert. Fedderwader Siel ist sehr wichtig für Buljading und ich glaube, dass viele Touristen auch wegen Fedderwader Siel kommen, weil wir einer von wenigen aktiven Kutterhäfen hier in Niedersachsen beispielsweise sind. Also wir als Kurort Buljading ist Fedderwader Siel ein kleines Highlight. Wo ein Hafen ist, da ist immer Betrieb und da ist kann man immer schön gucken und es gibt da immer Abwechslung. Wir hatten schon mal zwei Häfen, einen noch in Burhafer Siel und einen in Wattenser Siel. Ich spreche da von den versunkenen Häfen, weil der Priel sich immer mehr zurückgezogen hat, weil die Weser immer vertieft wurde. Was unser Problem ist, dass wir hier darum kämpfen, diesen Hafen zu erhalten, ist das Kleinod von Buljading. Der Fedderwader Priel reicht praktisch von der Weser, vom Hauptfahrwasser der Weser hier bis nach Fedderwader Siel rein. Und er verändert sich jedes Jahr. Jedes Jahr muss geguckt werden, wie ist der Verlauf des Priels. Jedes Jahr werden die Brücken, die wir hier benötigen, um überhaupt fahren zu können, neu gesteckt. Die Tendenz ist natürlich dahingehend, dass der Priel immer weiter verschlickt. Das Volumen auch abnimmt, das sehen wir ja. Wir sind ja täglich hier am Arbeiten und täglich hier, dass das halt dramatisch abnimmt. Und wenn der Verlauf so weitergeht, dass wir in einigen Jahren Fedderwader Siel gar nicht mehr einlaufen können. Der Priel ist im wahrsten Sinne des Wortes Lebensader Buljadings, weil wir sowohl damit den Zustrom haben für den Krabbenkutterhafen als auch eben für den Sportboothafen. Aber er ist auch ganz wichtig für die Entwässerung Buljadings und großer Teile der Wesermarsch. Also auch dafür brauchen wir den Priel ganz dringend. Also wenn wir diesen Priel jetzt nicht mehr zur Verfügung hätten, müssten wir eine große Pumpstation bauen, die immense Kosten verursacht. Wenn das nicht möglich wäre oder nicht funktionieren würde, weil überhaupt kein Abfluss mehr da wäre, würden Binnenland großflächig Sachen bei Starkregen überschwemmen. Und das wären nicht nur landwirtschaftliche Flächen, es würden auch Ortschaften und sonstige Sachen Schaden von nehmen. Dort, wo die einzelnen Schichten sind, war vor 30 Jahren nichts. War nur Watt. Bei total Niedrigwasser konnte man bis zu dem nächsten tieferen Priel, bis zum Mittelpriel laufen. Aber da können sie gar nicht mehr rüberfahren. Selbst bei Hochwasser nicht mehr. Man sagt hier vorne knöcheltief ein, aber etwas weiter geht es dann auch schon an manchen Stellen knietief runter. Wir hatten früher hier im Buljadinger Yachtclub fast 150 aktive Mitglieder mit entsprechenden Schiffen hier. Und das waren auch zum Teil tiefgehende Schiffe, die dann als Ziel Helgoland oder die nordfriesischen Inseln hatten, die aber wirklich auch hier auf dem Fedderwader Siel Priel keine Probleme hatten. So, und jetzt mit der Zeit haben sich die Schiffe dann eben, muss man ehrlich sagen, verkleinert. Uns fehlen die wirklichen Segler mit tiefem Kiel. Das ist hier einfach nicht mehr möglich aktuell. Wenn die
die Fischerei in Vedderwarder Siel jetzt wegfallen würde, weil wir den Hafen einfach nicht erreichen, wird hier ein alteingesessenes Handwerk auf immer verloren gehen, weil das kann man dann, wenn wir hier einmal weg sind und mit den Schiffen nicht mehr in den Hafen reinkommen, ist das Handwerk hier weg und das wird es dann auch nie wieder geben, weil das Know-how und die Leute da verloren gehen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die traditionelle Küstenfischerei, sprich Krabbenfischerei, dass das noch erhalten wird. Und das würde ich mir persönlich sehr, sehr wünschen, dass auch die nächste Generation die Fischerei betreibt, weil Fischerei ist ein ganz, ganz altes Gewerbe. Ich hätte fast was gesagt, es ist sogar noch älter wie so manches anderes Gewerbe. Von daher lohnt es sich, dieses Gewerbe zu erhalten. Wir müssen dafür sorgen, und das ist die Aufgabe der zukünftigen Generation, eine friedliche Koexistenz herbekommen zwischen den Arbeitsplätzen der Seehäfen und im Grunde genommen den Arbeitsplätzen hier in Budjading, die ja von einer intakten Halbinsel ausgehen müssen. Und deswegen ist dieser Hafen für uns so wichtig. Es ist der letzte lebende Kutterhafen und wir haben kaum noch Tiefgang hier in Priel und wir fürchten, dass das nicht mehr lange gut geht. Wichtig ist ja eben, wenn jetzt um uns herum weitere Maßnahmen geschehen, dass man den Vedderwarder Priel mitdenkt. Da gab es auch über Jahre schon immer wieder Ideen, was man baulich machen könnte. Das bedarf aber auch einer wissenschaftlichen Begleitung. Da gibt es auch ganz, ganz viele Expertisen schon zu. Und das wünschen wir uns, dass bei zukünftigen Entwicklungen an der Weser auch dieser Priel mitgedacht wird und eben schiffbar gehalten wird, weil das wirklich für uns die Lebensader ist von Budjading.